Herzlich willkommen zu meiner vierten Folge und dessen von diesem Minecraft-Projekt, was ich mit Nikinato wieder mache. Ich tue einfach nur wieder kürzer und kürzer vorstellen. Ich, langsam Spieler, klar. Aber irgendwie möchtet ihr ja viel sehen. Sorry, übrigens, also die letzte Folge, eine XXL-Folge, war also 30 Minuten. Ich entschuldige mich schon jetzt dafür, weil so lange habe ich auch nicht damit gerechnet, leider. Ja. Ich habe wieder einmal vor, Rohstoff zu sammeln. Man kann nie genug davon haben, aber ich habe jetzt das Wichtigste noch vergessen zu mitnehmen. Fackeln. So dumm. Ich glaube, ich grabe mich jetzt anderswo ein. Ja, so hier. Und wehe wieder ein Troll, dann werde ich bei dir einen härteren Troll machen. Sage ich dir nur. Keine Sorge. Naja, keine Sorge. Wie einfach ich Eisen übersehe. Ich höre so ein merkwürdiges Geräusch. Er hat gesagt, hörte. So. Dünen und sowas. Also ich habe das auch gehört, Zuschauer, aber wenn ihr so Ideen habt, was das sein könnte, sagt es mir bitte. Ich habe mich in Treppenform einfach runtergebuddelt zu deiner Höhle wieder. In einem zweiten Gang. Echt gut. Und hier hast du wieder ein wenig Eisen vergessen. Finde ich gar nicht so schlimm. Ja, wenigstens kriege ich. Ich bin so gut wie nichts am Finden wieder einmal. Ja, leider. Und ich habe nichts zu essen mitgenommen. Ich sah deinen Namen. Ich sehe ihn. Ich dann auch. Hey. Du bist also über mir um 15 Blöcke mindestens. Könntest du mir ein wenig Stein geben? Ich bin gerade am Meinen, also kann ich nicht. Und ich glaube, ich habe ihn in meinen Truhen. Ach gut. Denn ich bräuchte einfach ein bisschen Stein noch für mein Haus. Ja, Steinziegelhaus. Leider habe ich fast ein bisschen viel aus Steinziegeln gemacht. Aber ich weiß, was ich machen kann. Einfach so spontan Kohle gefunden. Und ich hatte einfach so spontan eine super Idee Was für eine? für eine Küche. Ah, also du meinst wohl Finden, das ist zu hoch. also Crafting-Abteil. Ja. Ich habe schon wieder einfach 11 Kohle gefunden. Die beste Idee, ein schwarzer Teppich. Das wäre am Ich besten. habe noch 3 Wolle, schwarze. Nicht im Inventar zum Glück, aber. So. Oh, das geht gleich. 3 Teppiche. Ich brauche aber ein bisschen mehr. Dafür gehe ich einfach schnell Schafe scheren. Ja, Eis. Ja. Tintensäcke könntest du eigentlich, wenn du Tintenfische tötest, doch auffahren und dann hast du auch gut schwarze Wolle. Ja, das kann ich auch machen. Siehst du? Jetzt müsste ich nur noch die Schafe finden.
Noch 3 Haltbarkeit und ich habe viel mehr Kohle hier drin. Die letzte Haltbarkeit. So, 42 Kohle und ich schätze, es hat noch 7. Warum ist vielleicht eine Eisenspitzhacke hierfür besser? Ich muss einfach diese Höhle wieder gut finden können. Ich finde einfach kein Schaf. Das ist seltsam, es waren doch einige Schafe da. Die sind auf die Berge gegangen. Okay, ich habe dies wieder. Und hier, genau. Der Weg ist nicht so schwer. Ich habe auf eine Route hier. Ach, endlich, aber ein weißes Schaf. Ja, genau, es gibt mir eine einzige Wolle. Oh, ein schwarzes, bitte viel Wolle. Auch nur eines. Aber du hast es mir. Wie viele Teppiche planst du zu machen eigentlich? Ich möchte ungefähr 12. Ach so. Die Hälfte hast du ja schon. Oh, bitte. Ach, nur eine Wolle. Egal, das sind Tintenfische, dann kannst du wieder hochkommen. Ich bin doch. Es wird Nacht. Also bald, bei meinem Shader sieht es schon ziemlich dunkel aus. Man kann auch nicht schlafen gehen, oder? Egal welche F5-Ansicht du machst bei einem Bett, du wechselst immer in die Ich-Perspektive beim Bett. Wusstest du das? Ja. Merkwürdig. So, diese 9 sollten mal für das Küchenabteil von mir reichen. Wenn du möchtest, könntest du auch bei mir wohnen, wenn du im Haus bist. Ich wohne von. Ich habe mich schon fast gut eingerichtet hier, wo ich bin. Noch immer nicht Schlafzeit. Schade. Viel besser. So, jetzt sollte man schlafen können. Ja, man kann. Haha. Selbst schuld. Rausgeworfen wegen. Selber schuld. Wie geht das? Spammen. Ich weiß schon, aber. Das ist noch jetzt muss ich es irgendwie nochmal in LAN öffnen. Hä, das ist da. Hat sich auch rausgeworfen. Ja. Aber das macht ja gar keinen Sinn, dass es den Host rauswerfen kann. Den was? Den Host. Also der. Okay, es ist schon unterdessen aber Tag zum Glück, ja. Ich mache mir eine einzige Eisenspitzhacke. Wer weiß, wer ist was? Schau mal meine schöne Küche an. Hast du schon meine schöne Küche gesehen? Nee, ich habe gerade ein wenig Mausschwierigkeit. Ein einzige. So. Und ich brauche mehr Sand, na toll. Es hat gelangt. 2 Stöcke und man brennt einen kompletten Eisenerz durch. Jetzt eine Eisenspitzhacke, das ging ja lange. Was ging lange? Ich wollte Material und solches sparen.
Ich bin eher der Materialsparer als du. Also ich spare die Materialien nicht mehr, seit ich herausgefunden habe, dass das absolut nichts bringt. So. Aber wenn ich von einem Material viel habe, dann nütze ich es auch aus. Ich habe einfach eine Fortsetzung von deiner Höhle gefunden. Ja, jetzt ist meine Schaufel kaputt gegangen. Das war eine Eisenschaufel, die geht einfach kaputt. Naja, wenn man die so viel benutzt. Nach eben. Gold! Ach, Gold, das ist nicht so wertvoll. Nicht so sehr, aber es ist noch gebrauchbar immerhin. Ja, vor allem für etwas ganz Bestimmtes. Was? Dorfbewohner. Na, siehst du? Also 16 Gold und 2 Äpfel bräuchten wir, um ein paar Dorfbewohner zu heilen. Du meinst wohl zwei. Und dann können wir diese paar. Diamant! Sehr Also gut. jetzt einfach. Wenn du mindestens einen Diamanten findest, könnte ich uns einen Zaubertisch machen. Einen? Ich habe drei. Vier? Vier Diamanten fand ich bei Lava. Könntest du mir einen geben, dann kann ich uns einen Zaubertisch machen. Na klar, aber warte. Der Zaubertisch kommt in die zweite Etage meines Hauses. Ein Glück, dass ich mir eine Treppe Oder machte. nein, noch besser, ich gebe dir einen Diamanten. Aber ich bräuchte Bücher. Ach, das ist kein so großes Problem. Ein Ja, ich habe Diamant. auch Leder, aber ich habe kein Papier. Ein Diamant ist Ich in habe deiner. vier Stück nur. Oh, ich habe noch deine Schere. Meine. Ja, jetzt Ah. hast du sie wieder. Gut, gut. Ich muss jetzt mich hochbauen können. Ich habe Zuckerrohr gefunden, aber nur 3 Stück. Das pflanze ich lieber an. So ein Glückspilz war ich noch nie in Minecraft. Einfach so spontan vier Diamanten in Lava gefunden. Ein Glück, dass ich mit einem Golderz opferte für eine Brücke, sonst wäre ich in die Lava gefallen. Und wieder 5 Eisen. Es ist so leer einfach. Oh, Skelett am Hören, ich zieh wieder lieber ab. Ja, es ist jetzt recht kompliziert von wo ich. Ah, ich hab's gefunden. Dort, wo es höher geht. Vier Stück an Diamanten ist nicht schlecht und das für das erste Mal. Einfach so. Es hat aber zum Glück nicht so richtig Monster, bis gar nicht. Trotz normal als Schwierigkeitsstufe. Es ist egal, welche Schwierigkeitsstufe, es spawnen immer genau gleich viele Monster. Nur sind die einfach in der Verteidigung schwieriger gemacht. So ein Lacker wie heute war ich noch nie in dieser Folge. Ich weiß jetzt auch schon, was für ein Thumbnail ich mache für das. So, ich bin oben. Ja. Ah, hier noch. Ach so, ich schmelze erst das Gold. Kann man auch mal machen, nicht wahr? Ja, du sagst, ich soll den Zaubertisch machen. Ja, du hast einen Diamanten in deiner Kiste. Aha. Aber du müsstest, also du darfst nicht von meiner kleinen Zuckerrohrplantage Zuckerrohr nehmen, weil Noch dann nicht. hätten wir gar keines mehr. Es gibt nämlich nur 3. Ja, sehr lange brauchen die eh nicht zum Wachsen. So ein nicer Tag. Mein nicester Tag war so, dass ich in einem anderen Projekt 36 Diamanten an einem Tag gefunden habe.
Das ist mal Luck. Aber ich musste auch 6 Stunden Strip Mining machen, also extrem lange. Nein, wie nichts gelohnt. Ich bin schon bei dir wieder, ne? Für eine bessere Ausleuchtung in der Nacht. So, noch ist es gerettet. Brauchst du noch Bruchstein oder solches? Nein, eigentlich nicht. Okay. Und hier kommt das Treppenhaus hin. Hier, wo ich jetzt stehe. Mhm. Ich komme noch nicht. Ich warte auf mein Eisen. Ich weiß, wie ich das Treppenhaus mache. Das wird nice. Ich brauche einfach Stufen von diesem Stein. Ich habe ja schon 6. Aber 12 sollten gut sein. Bräuchtest du noch einen Amboss? Nein. Okay. Jetzt noch nicht. So, ich habe gut Gold. Ich habe nur 5 Gold. Aber das ist nicht so viel. Aber das ist genug momentan. Das genügt. So, ich weiß ja auch, wo entlang ich gegangen bin. Das war ein anderer Weg als geplant. Aber dennoch. Nichtsdestotrotz. Ich habe so viele begonnene Wege einfach. Wie niemand. Irgendwie fühle ich mich langsamer, auch wenn ich sprinte. Aber ich habe vollen Hunger. Also ich bin satt in Minecraft. Vielleicht denkt sich dein Minecraft-Charakter, er sollte langsam laufen, weil du ja langsam Spieler heißt. Nee, ich habe 40 FPS. Daran liegt es nicht so sehr. Tja. Fast so das Gefühl, dass ich Langsamkeit hätte. Schade, dass es keine Eisenäpfel oder solches gibt. Das wäre ziemlich seltsam. Seltsam und verrückt. Okay, ich muss diesmal sparsamer umgehen mit dem Fackeln. Ich habe nur noch ein Dutzend. Und es wird dann wieder Nacht. Jo. Und dann komme ich auch nach oben. Einfach so immer nur am Meinen hier. Es ist ja schließlich Minecraft. Ja, Mining und Crafting. Also graben und herstellen. Ich hörte bei mir im Kopf ein Redstone-Signal. Also ich bin in der Nähe von dir. Ich glaube, es ist jetzt schon Schlafenszeit für Minecraft. Wieder einmal. Aber warte. Und diesmal spamme ich nicht. Ja. Wäre auch klüger. Kaum ist es schon dunkel, ist man schon wieder wach. So typisch Minecraft, denke ich.
So, jetzt habe ich mehr als genug Fackel für unterwegs. Ich habe jetzt wieder 1,5 Stacks mitgenommen, aber ich habe Essen vergessen zu holen. Diese blutfarbige Sache ist echt lustig. Ich mache mich erst voll heim. Ich habe so viel Eisen einfach schon. Fast wie es im Blut ist. Ja. 10 gute Sachen habe ich schon mit der Eisenspitzhacke abgebaut. Also nicht mehr. So 10 super Sachen. Das ist die Lavastelle. Einfach so Kohle am Finden. Ja, nachdem ich wieder raufkomme, beende ich auch diese Folge. Es ist so ewig anfühlend am Anfühlen. Elf Level hatte ich, aber ich hab nicht. Ach nein, hier wollte ich doch die Dachschräge machen. Hätte ich fast vergessen. Aber zum Glück nur fast. Das heißt, ganz viele Treppen aus Holz machen. Ich hörte diese Wassersache. Ja, ich habe eben ein kurzes MLG vom Haus gemacht. Ja, ich habe es gehört. Ich kann ein MLG in dein Haus hineinmachen. Nein. Schon geschafft. Na, das ist aber auch nur dein 3-Block. Nein. Runterfall. 5 Blöcke, 1, 2, 3, 4 und noch springen. Danke, die Wolle, auch wenn die unnötig wäre gewesen. Das sieht aber aus wie eine Küche, wenn du das auf dem Ofen hast. Echt? Ja, komm mal zu mir. Warte. Ich kann, du wirst alles reinsorgen. Dieser ist natürlich auch klar. Ist ja ultra schwer. So, 17 Eisen wieder. So, ich komme. Sieht sehr gut aus bis jetzt. Nein, jetzt noch eine. Ich muss noch eine Küchenablage machen. Und ich hatte genau einen Stein zu wenig. Sieht echt gut aus. Das ist so wie eine Küchenablage hier. Und die Dachhöhe ist genau so richtig, dass man nicht auf die Tische raufgehen kann. Und so eine Schlafecke. Ich sitze jetzt auf dem Sofa. Ja, aber es gibt einen Befehl, wo man es anders machen kann. Hier ist man oben. In der Freizeit. Hier oben würde auch der Zaubertisch hinkommen. So. Wie eine Zauberecke. Ich schau mal, ob. Ja. Obsidian bräuchten wir 4 Stück auch noch. Das ist nicht so schlimm. Naja. Kriegen wir ja leicht. Hoffen wir's.
auf. Ich habe mir viel zu viel Stein gemacht. Ich habe noch 4 Stacks zu viel. Nicht so schlimm, könntest du mir geben dann nachher nach dieser Folge. Ja, ich habe auch viel zu viel Glas, das kann ich dir ebenfalls geben. Ja. Also ich sag mal, das wäre auch von dieser Folge. Ich glaube, ich habe ja auch wieder einmal überzogen. Vielleicht ist das wieder üblich geworden, aber die nächste Folge auch, kommt auch bald und ciao.